Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, die Sportmetropole Berlin bekommt aufgrund der hervorragenden Arbeit des Senators für Inneres und Sport und des Finanzsenators vom Senat einen ambitionierten Sporthaushalt. Und ich glaube, dieser Sporthaushalt garantiert den sportbegeisterten Berlinerinnen und Berliner, egal ob sie in Sportvereinen organisiert sind, Freizeitsport oder freizeitungebunden oder vereinsungebundenen Sport betreiben, alle Möglichkeiten, sich sportlich aktiv zu betätigen. Und der Senat hat diesen eingebrachten guten Sporthaushalt vorgelegt, aber die Fraktionen, die Regierungsfraktionen, haben meines Erachtens aus diesem Sporthaushalt einen sehr guten Haushalt gemacht. Die Koalitionsfraktionen haben den Zuschuss an die Berliner Bäderbetriebe verstärkt und damit sichergestellt, dass alle Bäder geöffnet bleiben und der Vereins- und Schulschwimmsport im auskömmlichen Umfang angeboten wird. Gleichzeitig wird mit diesem Haushalt auch die Sanierung der anderen und noch nicht sanierten Schwimmbäder sichergestellt. Das ist ein positives Zeichen an die Sportlerinnen und Sportler in ihren Vereinen. Zur Förderung des Sports in Berlin haben wir den Zuschuss des Landes Berlin an den Landessportbund für die Beschäftigung von Übungsleitern und Trainern, für den Kinder- und Jugendsport sowie für den Spitzensport erheblich angehoben. Außerdem werden wir zur Förderung von Projekten im Bereich des Gesundheits-, des Senioren- und des Mädchensports sowie von Projekten im Bereich der Integration und Inklusion zusätzliches Geld im Haushalt zur Verfügung stellen. Und ein besonderes Anliegen war uns im Sportausschuss auch die Förderung des Projekts Berlin hat Talent. Das haben wir mit 150.000 Euro auch noch mal zusätzlich gefördert. Und abschließend möchte ich mich noch bei unseren Haushältern bedanken, die in der Runde mit den Fraktionsvorsitzenden der Regierungsfraktion das Sportstätten-Sanierungsprogramm sehr stark erhöht haben. Die Erhöhungen wurden auch meines Erachtens nur deshalb möglich, weil die Sportmetropole Berlin von den vielen erfolgreichen Bundesligisten in der Welt präsentiert wird. Und sie sind als Bundesligisten damit ein Faktor für die boomende Sporthauptstadt Berlin. Schönen Dank. Frau Dr. Hiller. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Trapp, ein ambitionierter Sporthaushalt sieht anders aus. Dieser Doppelhaushalt für den Bereich Sport bringt auf den Punkt, was wir lange wissen. Es gibt im Senat niemanden, der ein echtes Interesse an der Entwicklung des Sports in der Hauptstadt hat und für ihn kämpft. Um es mit Herrn Lauer zu sagen und nochmal anzuknüpfen, was hat Frank Henkel nicht gemacht? Auch Frank Henkel war, wie sein Staatssekretär, nicht zur LSB-Hauptversammlung. Die Basisarbeit interessiert nicht so dolle. Zu Empfängen kann man mal eine Rede halten. Da kann man sagen, wir tun alles für den Breitensport und der Sport ist unser alles und die Sporthauptstadt Berlin blüht. Aber beim Haushalt sieht man es nicht. Die nacholympische Depression sitzt tief. Sie führte zu Stagnation und Lethargie in der politischen Führung des Sports. Im Senat, in der Koalition, in der Verwaltung. Der Haushalt zeigt es. Erinnern wir uns, vor einem Jahr noch war auf einmal Geld da für bunte Bilder, wir wollen spielen, wir wollen Schnittchen, wir wollen Gutachten, Stimmen fangen. Das alles war für Olympia da. In diesem Haushalt ist für den Breitensport kaum etwas da. Und das, was im Nachhinein außerhalb der Diskussion im Sportausschuss reingebracht wurde, ist lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie wissen das, Herr Buchner, dass das wirklich nur ganz wenig ist. Wer heute im Verein Sport macht, als Übungsleiter, Kampfrichter, Schiedsrichter, muss Geld mitbringen, damit er für seine Kinder und Jugendlichen dort ein Angebot anbieten kann, was auch attraktiv ist. Die Steigerungen, die es im Sporthaushalt gibt, es gibt diese, sind vor allem die bei der Finanzierung von Großveranstaltungen. Immerhin 28 Millionen Euro sind dafür da. Und im Vergleich dazu für die Bäderbetriebe lediglich 4 Millionen für Investitionen. Herr Trapp, alle Bäder bleiben offen. Lügen Sie sich doch bitte die Taschen nicht voll. Schon jetzt ist täglich, sind 12 bis 14 Bäder geschlossen. Ich habe die kleine Anfrage dazu gestellt und Sie können das auch nachlesen. Einfach, weil zu wenig Personal da ist, weil Havarien auftreten, weil Bäder sowieso, wie Thomas Mann, nicht am Netz sind. Das Geld reicht nicht. Und ich glaube auch, dass die 4 Millionen, die hier eingestellt sind, nicht ausreichen werden. Auch mit Hinblick auf meine Forderung, die ich ja hier oft gestellt habe, soziale Eintrittsgelder sollen ermöglicht werden. Und auch das ist nicht
drin im Haushalt. Was Sie auch nicht geschafft haben, und das ist ärgerlich, denn es stand ja in Ihrem Koalitionsvertrag drin, es wird keinen Solidarpakt Sport geben. Sie werden das Geld für die Leistungssportförderung, für die Vereine, die eigentlich über Lotto finanziert werden sollen, das Geld reicht nicht, das werden Sie irgendwo im Haushaltsvollzug herausnehmen. Es gibt keine Sicherheit für den Leistungssport. Das ist ärgerlich, und es hätte mit diesem Haushalt, mit ein bisschen Kampf, Herr Henkel, mit ein bisschen Engagement geschafft werden können. Vielleicht hätten Sie auch was von Inneres wegnehmen können. Ich kann mir vorstellen, dass das möglich gewesen wäre. Die Herausforderungen, gutes Stichwort, sind riesig im Sport. Es gibt auch an den Vereinen viele Dinge, die beklagt werden. Da hat man nicht die Unterstützung des Senats. Und will man wirklich die Sporthauptstadt Berlin, mit diesem Titel schmückt sich ja der Senat auch gerne, will man diese erhalten, pflegen und ausbauen, dann muss viel, viel mehr an der Basis gemacht werden. Dieses wurde hier versäumt, Herr Henkel, und das, ich will dir noch einmal den olympischen Slogan, dabei sein ist alles, aufgreifen. Wenn Sie das aufgegriffen hätten und sich hier eingebracht hätten, dann wäre auch möglich, mehr möglich gewesen. Nun sind wir auf schwarze Kassen angewiesen, um Lücken zu stopfen. Das ist ärgerlich und intransparent. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dr. Hiller. Für die Piraten.